Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo, wir haben wieder ein paar Kommentare hier. Tom, der Fan, meint, ich habe aber leider erst 6, also legendäre Karten, meinte damit. Du, das ist ein bisschen zu wenig für unsere zweite Gilde auch. Also, wir haben uns überlegt, unter 20 macht das wenig Sinn. Und wir merken es auch immer wieder, dass die Leute, die irgendwo mit 10 Legis oder so daherkommen, das funktioniert nicht wirklich. Also, selbst bei 20 Legis ist es noch extrem hart an der Grenze. Und weißt du, man muss immer ein bisschen verhindern, dass derjenige die Lust am Spiel verliert, wenn du dann gegen zu starke Gegner antreten musst. Ich habe jetzt heute auch hier ein Video hochgeladen, das ist das beste Beispiel dafür, Gilde 2, ja, was da passiert ist. Da hat man dann auch gemerkt, dass dann doch ein paar irgendwo die Motivation verloren hatten. Ja, und das müssen wir dringendst vermeiden. Und deswegen macht das mit 6 Legis echt noch keinen Sinn. Das ist, da musst du noch ein bisschen stärker werden. Und dann würde ich mich freuen, wenn du natürlich dann zu uns kommst. Aber ich will dich nicht gleich im Vorfeld demotivieren. Also, wenn du kein Spiel gewinnen kannst oder kein Match gewinnen kannst, dann hast du dann auch relativ schnell keinen Bock mehr. So, dann, wie kriegt man am schnellsten Mythics? Also, krieg erstmal Legis zusammen. Die Mythics, die kommen mit der Zeit. Es hat bei mir Ewigkeiten gedauert, bis ich mein erste Mythic hatte. Und am schnellsten kriegst du Mythics natürlich, indem du sie kaufst. Ja, aber so viel Geld möchtest du mit Sicherheit nicht ausgeben. Weil kannst du im Schnitt rechnen für eine Mythic. Im Schnitt so um die 200 Euro, wenn du sie dir kaufen willst. Insofern, da oben über die Herausforderungen, dann gibt es diese Challenge Coins, da kann man was machen. Warten, bis der nächste Swole Club kommt. Viel mehr Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht. Also, da unten Mamas altmodische Geheimnisschatulle empfehle ich dir nicht, weil du musst überhaupt erstmal mit nur 6 Legis überhaupt erstmal ein bisschen vorankommen. Dann denk jetzt noch nicht an Mythics, weil es gibt genügend Legis, die wirklich mega stark sind und mit denen man viel anfangen kann. So, dann haben wir den letzten Kommentar von Max Ortmann. Ich spiele Free-to-Play, komme aber nicht so gegen meine Gegner an. Was tun, ohne Geld auszugeben? Ne? Ja, das ist natürlich. Also da stellen sich mir viele Fragen, weil ich kann dir das so erstmal von Haus aus nicht beantworten. Dazu muss ich erstmal wissen, wie stark du bist, welches Arena-Level, wie viele legendäre Karten und so weiter. Und wie stark denn deine Gegner sind, von denen du sprichst. Also, ist klar, wenn ich jetzt hier versuche, dagegen Leute von Walkers of Gilmar anzutreten, dann habe ich auch Probleme. Dann gewinne ich vielleicht ein oder zwei Matches von 10, wenn es hochkommt. Ja, denke ich mal. Aber wenn es eine andere Gilde aus den Top 100 ist, so irgendwo so ab 60, 70 aufwärts, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich fast eigentlich alle Matches gewinne. Also es kommt drauf an, wie stark bist du aktuell und von welchen Gegnern sprichst du. Ne? Und dann, wenn man eben, das ist das, was ich vorhin bei Tom der Fan angesprochen habe, wenn ich den bei uns mit 6 Legis reinhole, dann hat er auch, dann sagt er auch, ja, ich gewinne nichts. Was mache ich jetzt? Ja, da kannst du halt nichts machen mit 6 Legis, also nicht viel. Ist halt leider so. Ne? Insofern
müsste man erstmal wissen, auf welchem Level du überhaupt bist, um das ein bisschen einschätzen zu können, woran es liegt. Also ich kenne auch Leute, die auch in höheren Gilden spielen und dann wunderst du dich, warum haben die Super Epics da bei sich im Deck drin, ja, wo ich mir denke, hä, wie willst du denn damit was reißen gegen lauter Legis und Mythics? Also ist die Frage, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann dir da jetzt im Moment so aus dem Stegreif nicht helfen, weil das wäre ein Schuss ja, irgendwo ins Schwarze. Ja, nee, nicht ins Schwarze, ins Dunkle. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall aktiv bleiben, farmen, 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 machen, tun und möglichst versuchen, eben alles mitzunehmen, was geht. Ja, also alle Herausforderungen spielen, alle Abenteuer spielen, die Arena, Matches spielen, ja, und gucken, dass man das bestmögliche Deck irgendwie zusammenstellt. Ne? Ja, und natürlich auch selbstverständlich unsere Tipps hier mitnehmen. Aber sonst kann ich dir erstmal so aus dem Stegreif dann nicht viel sagen. Sorry, tut mir leid. Will dir ja auch kein Käse erzählen hier. Also, dann gehen wir hier rein. Dann haben wir Mythic Brine in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Und die ist eigentlich geil. Also nicht die Geheimnisschatulle, sondern die Mythic. Aber ja, macht so wenig Sinn. Dann gehen wir hier in den Shop rein und schauen wir mal, was da jetzt aktuell so. Nein, da bin ich schon zu früh gewesen. Wobei, die vierte Karte habt ihr noch nicht gesehen. So, hier haben wir das Mythic Brine. Ist schon Mythic Brine Pack? Das ging jetzt aber flott. Hä? Und nur 16 Stunden? Haben die einen Fehler gemacht? Jetzt bin ich total irritiert. War doch der Dr. Zoidberg war doch jetzt erst drin gewesen. Dann habe ich mich dann auch so geärgert und hätte heulen können, dass ich den Dr. Zoidberg nicht zusammenbekomme. Und jetzt auf einmal ist der Mythic Brine drin und das nur 16 Stunden. Was ist denn hier los? Also gut. Mythic Brine Pack. Keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal herkommt. Mit Wild Brine, New Brine, Goggles Cat. Vielleicht habe ich hier auch, was weiß ich, einen geistigen Aussetzer oder so. Ich muss echt, bevor ich das Video hochlade, nochmal reinschauen. Nicht, dass ich hier, keine Ahnung, einen Fehler in der Matrix gefunden habe. Keine Ahnung, was ist denn hier los? Also, sorry, aber. It's a glitch, man. It's a glitch here. Gleichi ist irritiert. So, also Wild Brine auf jeden Fall geil. New Brine auf jeden Fall geil. Goggles Cat. Bei New Brine habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Schauen wir mal da rein. Hier bei New Brine. Dolphin Rider Peter. Xerxes der Falcon. Doc Mac. Wild Brine ist schon geil, ja. Crate Train Steve. Falconer Haley. Sieht auch geil aus. Doc Bone Stan. Marmalade Teddy's Pigeon. Cool. Ja, Little King Trash Mouth. Mega geil. Ja, sind auf jeden Fall Steak Cows. Sind auf jeden Fall. Oh Gott, Steak Cows. Snake Hunter. Pigeon Bill ist natürlich das Obermonster. Emu Wrangler. Tiffy. Alter. Vater. Farnsworth's Cat. Heieiei. Also da sind schon ein paar Killer-Kombos dazwischen, mein lieber Scholli hier. Und dann natürlich noch Philip J. Fry. Also die Box ist schon mal mega geil. Ja. Ach, da ist er! Hä? What?
Dr. Zoidberg Pack und Herr Willen. Also okay, ich brauche jetzt doch nicht mehr zu kontrollieren. Wir haben doch keinen Glitch in der Matrix. Da ist der Dr. Zoidberg, da ist der Brian. Zwei Mythic Packs habe ich auch so noch nicht gesehen. Habe ich auch was verpasst? Mythic Bundle 1000 Creds, 500 Mythic Stones und 10.000 Gems. 10.000 Gems, 500, 10.000 Gems. So, jetzt müsste ich natürlich wissen, was sind die Creds, ne? 100 Creds. Der VIP-Pass kostet 10 Euro. Das sind 100. Also für 100 Euro. Für 100 Euro das Mythic Bundle mit 10.000 Gems. 10.000 Gems. 500. 1000. Das sind 2. Es wären 20. 20 Packs. 20 mal 15. 300, also rein theoretisch. Ich will jetzt nicht total. Ich weiß natürlich nicht, ob du, ob das bei 500 Gems immer bleibt. Doch, das sind immer 500 Gems, glaube ich, ne? Das sind immer 500 Gems. Tausend wären 2. 10.000 wären 20. 20 mal 15 sind 30, 300. Also rein theoretisch würde man hier für 100 Euro 100 €. Das ist natürlich jetzt ein mega krasses. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe hier würden mir fehlen 15, also ich könnte hier 30 machen, da wäre ich auf 210, da würden mir immer noch 40 fehlen, das wären noch 3 Stück. Also rein theoretisch wäre es tatsächlich so, wenn ich die 100 Euro ausgeben würde, hätte ich vermutlich Brian und Zoidberg zusammen. Das wären dann 2 Mythics. Zwei geile Mythics für 100 Euro. Oh mein Gott. Ja, also ich will free to play bleiben. Ich will euch zeigen, dass es auch ohne Geld auszugeben funktioniert. Auch wenn mir das jetzt gerade sehr schwer fällt. Also Falconer, Haley, geh mal in die New Brian Box rein. Die New Brian Box ist mit Falconer, Haley, New Brian. Was passiert, wenn wir die nach oben setzen? 9,39, ich sag, okay. New Brian, Goggles, Cat, Cuddles. Oh, Bill Daugherty und Hank Hill. Das ist natürlich auch mega nice, ne? Das ist eine mega nice Box auch hier. Ist geil. Bill, Hank Hill und die Karten sind geil. Okay. Also, Gleichi, reiß dich zusammen. Reiß dich jetzt zusammen. Also komm, jetzt gehen wir in die Combo Masteries rein. Schauen uns das mal an, was da so ist. Also, dann haben wir hier DJ Klaus. Und DJ Klaus sieht folgendermaßen aus. Den hatten wir schon ein paar Mal inzwischen gehabt. Das ist hier der Dr. Klaus Heißler. Ja, mit Musikkarten. Da kommt ein Mäuerchen raus. Hämmerchen. Also Angriff, wenn du eine Combo spielst. Cheers. Oh, es ist schon wieder so spät. So, also, ist halt eine Klaus-Kombo. Dafür würde ich keine 500 Gems ausgeben. Also zumindest nicht für die.
So, dann haben wir hier den Kidney Killer. Oder doch der Kidney Killer. Und da haben wir eine Haley. Mythic Haley in dem Fall hier mit Drunken Karten. Dann kommt da hinten was raus mit Gas. Ja, ist jetzt nicht der Oberbringer. Gibt es genügend andere Karten, die ähnlich viel Gas haben und dazu dann noch andere geile Effekte mit hinzu. Also dafür braucht man keine 500 Gems auszugeben. Jetzt kommen wir zu einer Karte, die rein historisch gesehen, über die jeder von euch früher oder später stolpert, wenn er mit dem Spiel anfängt. Ups, ist der Beef Squatch. Und ich weiß, wie schwer es war, gegen den anzustinken. Jetzt, naja, ich meine, jetzt ist es nicht mehr so berauschend. Die stärkste davon ist hier mit Bob's Burgers, Eugene Belcher. Wenn wir den ganzen jetzt mal hier maxen würden, was käme denn dann maximal raus? 14-fach Grace, eine 11er Mauer, 18 Angriff, 54 Leben. Boah. Allenfalls unterer Durchschnitt. Also mittelmäßige Combo. Früher hat sie einen erschrocken. Mein Adventures, der Beef Squatch. Ich glaube, ich musste da drei oder viermal das da antreten, um das zu schaffen. Aber jetzt, naja, ist nichts Besonderes mehr. So, und dann haben wir hier noch eine andere Combo, die mir damals in der Anfangszeit, oh mein Gott, ich weiß auch nicht warum, ich habe keine Ahnung, warum das so war, aber immer wenn diese Combo gespielt wurde in der Anfangszeit, habe ich das Match verloren. Wenn ich schon diesen scheiß sexy Löwen Stan gesehen habe, war schon das Match vorbei. Warum? Ja, das frage ich mich inzwischen auch. Wenn ich mir den jetzt angucke, kann ich eigentlich gar nicht so ehrlich beantworten, weil sowas Besonderes ist das Ding überhaupt nicht. Der hat halt einmal hier Cripple. Und er hat einmal Herzen, also Leben, die er mit hinzubekommt, wenn eine Combo gespielt wird. I don't know, ich kann's. Es ist interessant, es ist wirklich interessant, wenn man sieht, mit welchen Karten man früher Probleme hatte. Deswegen finde ich das Ding hier mit den Combo-Recipes, finde ich echt ganz witzig und interessant. Also, komm, wir maxen das Ding mal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wenn wir jetzt den Mythic Stan haben. Ja, 24-fach Krippel, 19 Leben, wenn irgendeine Combo gespielt wird, 25-fach Angriff, 80 Leben. Ist das eigentlich die stärkste davon? 25, 24, gucken wir mal. 25, 24. 25, 28, okay. Mit dem Book of Spells. 21, 24, 25, 27, 24, 24, 22, 19, 24, 27. Also die stärkste ist wohl hier mit dem Book of Spells mit 25, 28. Ja. Also, ich würde sie mir nicht holen. Nö, würde ich gar nicht einsehen. Weil ob der jetzt da noch ein bisschen was runterkrippelt, bei einer einzigen Karte, wenn er sowieso schon 25, ja gut, okay, das wäre, wenn es jetzt gemaxt ist. Das kannst du ja so gar nicht sehen, weil die Mythic, da müsste die Mythic ja auch gemaxt sein. Das kann ich ja so eigentlich gar nicht machen, was ich hier mache. Das ist ja Quatsch, was ich hier gemacht habe. Ich muss schon bei Fused bleiben und dann sieht die Sache so aus, dann hast du hier mit dem Book of Spells plötzlich nur auf 25, 21.
lohnt sich doch nicht wirklich, da jetzt 1000 Steine für auszugeben. Also, heute sage ich mal, ups, was mache ich denn hier überhaupt? Heute sage ich mal, ist nichts wirklich dabei, was in irgendeiner Form euch Steinchen kosten sollte. Aber das hier ist halt echt, das ist schon harter Tobak, ne? Das ist echt harter Tobak. Diese Dreiergeschichte hier. Tja. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Ne? Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.